Wir alle wünschen uns eine saubere Welt mit glücklichen Menschen, mit glücklichen Tieren, mit glücklichen Pflanzen. Und es gelingt uns, wenn wir lieb sind zu allen Lebewesen und zu unserer Erde. Die Nullpunktenergie des Quantenvakuums, kurz Raumenergie, steht uns überall auf diesem Planeten zur Verfügung, zu jeder Zeit, allen Menschen, ohne Begrenzung, kostenlos, absolut gesundheitsverträglich und umweltverträglich, freie Energie für alle Menschen. Über was ich bisher verfüge, ist ein experimenteller Beweis. Ich habe an der Universität, im Universitätslabor, einen kleinen Raumenergiewandler gebaut und messtechnisch verifiziert. Der Weg führt über eine professionelle Forschung in die Serienproduktion, um schließlich alle Menschen mit solchen Geräten zu versorgen. Weiterhin verfüge ich in der Theorie über eine ganze Reihe verschiedener Konzepte, die gemeinsam alle Energieverbrauchsarten des Weltenergiemarktes abdecken. Vielerlei Raumenergiesysteme sind bekannt oder zumindest in der Theorie vorhanden. Natürlich braucht man zur Versorgung einer großen Fabrikanlage eine ganz andere Energiequelle als zur Versorgung einer Taschenuhr oder eines Autos. Und so braucht man für jeden Verbraucher die dafür geeignete Versorgung. Sicherlich habe ich da jetzt eine ganze Menge Baustellen genannt. Nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten, konzentriere ich mich auf das, wovon ich was verstehe, also auf die Physik und das Energiethema, und löse die Frage, freie Energie für alle Menschen. Es gibt ja verschiedene Messmethoden für Energie. Es gibt welche, die sind über Geräte messbar, und es sind welche, die man nur mit Hilfe von Menschen messen kann. Welche werden in der Wissenschaft anerkannt? Ja, das ist auch sehr schwierig. Also da müsste man erst einmal fragen, was ist überhaupt Anerkennung? Die man nur mit Geräten messen kann, die sind immer anerkannt. Und wo man Menschen dazu braucht, die sind nur beschränkt anerkannt. Also werden von einigen Leuten anerkannt und von einigen nicht. Ich denke da jetzt zum Beispiel an den Professor Balk von der TU Clausthal. Der ist Wünschelroutengänger. Und er findet mit seinen Wünschelrouten die Energie von Wasseradern oder, wie du sagst, Leylinien zum Beispiel. Nun ist der Universitätsprofessor an der TU Clausthal. Ist das wissenschaftlich anerkannt oder nicht anerkannt? Denn die meisten Kollegen würden aber trotzdem sagen, nicht anerkannt. Wenn aber einer den Spaten nimmt und gräbt, dann findet er tatsächlich das Wasser dort, wo der Balk sagt, hier ist eine Wasserader. Also das heißt, wenn man nachgräbt, dann findet man, dass das Messergebnis bestätigt ist. Es gibt ja auch Brunnenbauer, die so fühlige Menschen sich dazu holen. Also es gibt Wasseradernsucher als Leute, die das machen. Und wenn du an der richtigen Stelle den Brunnen gräbst, der sprudelt wunderbar. Aber die Messung kann es nicht mit einem Gerät machen, also mit einem rein technischen Gerät ohne Mensch. Und trotzdem ist es anerkannt, wie der Bagger zeigt, der den Brunnen gräbt. In der Vergangenheit hat man immer von Wünschelroutengängern irgendwo gehört, die auch Erdadern aufspüren, wenn Menschen irgendwie das Gefühl haben, in einem Raum nicht gut schlafen zu können. Das ist ja geschichtlich, hat man da ganz viel von gehört. Es ist erstaunlich, dass sich die Wissenschaft gegen diese Art von Energie aufspüren so wehrt. Ne? Ja, das ist eben diese Geschichte. Warum wehrt sich die Wissenschaft gegen manche Dinge? Mein Gott, das eine ist halt gerade schick und das andere ist nicht schick. Das ist genauso wie ich gesagt habe, mit den Pyramiden. Auch an der Stelle hast du wieder das Hartmann-Gitter. Das sind so 2 bis 3 Meter Abstand und dann kommt wieder die nächste Linie. Wenn du das Bett genau auf so eine Linie stellst, dann kann sein, du schläfst schlecht. Schiebst einen Meter zur Seite, schläfst wunderbar. Also das sind so Sachen,
Ja, warum wehrt sich die Wissenschaft dagegen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Das ist ein psychologischer Effekt. Jedes Signal, das du aufnimmst, transportiert Energie. Also wenn du zum Beispiel so mit einer Wünschelrute gehst und nimmst dir auch ein Signal aus dem Boden auf, das transportiert Energie, sonst würde die Wünschelrute nicht hochkommen. Jetzt ist die nächste Frage ist, was ist freie Energie? Ich habe freie Energie so definiert, dass ich sage, also für meine Forschung, das ist die Energie, die den Menschen frei zur Verfügung steht. Also die kannst du einfach nutzen, ohne dass du dafür bezahlen musst, wenn du die geeignete Maschine hast. Also eine Solarzelle ist in dem Sinn auch eine Nutzung freier Energie, weil die Sonnenstrahlen kostenlos und frei kommen, ohne menschliche Beschränkung. Raumenergie ist eine Energie, die dem Raum innewohnt. Und manche Komponenten davon kann man zum Beispiel mit dem Magnetmotor wie freie Energie nutzen. Und andere Komponenten findet der Wünschelrutengänger. Wieder andere Komponenten sind zum Teil vielleicht noch gar nicht wissenschaftlich erkannt oder beschrieben. Also da ist unheimlich viel drin. Was die Standardwissenschaft weiß, ist die Tatsache, dass 95,4% unseres Universums, also 95,4%, unsichtbar ist, also unsichtbare Materie, unsichtbare Energie, die wir noch nicht kennen. Nur 4,6% ist bekannte Materie und Energie, die wir kennen. Oh. Und da packe ich natürlich diese ganzen feinstofflichen Energien, von Leylinien, von Kraftplätzen und so, die packe ich natürlich alle in diese 95,4% mit rein, ist ja klar. Also ich habe auch noch einen Freund, den Klaus Volkhammer. Der hat fantastische Messungen gemacht zu Gewichtsveränderungen von Lebewesen. Und zwar hat sich der so ungefähr die besten Wagen, die man kriegen kann, von Sartorius geschnorrt, als Dauerleihgabe. Der zeigt bis zu 9 signifikante Stellen an. Also Display wie ein Taschenrechner, du hast 9 Stellen, aber die stimmen alle als Gewichtsangabe. Der wiegt also ein ganzes Kilogramm mit der Genauigkeit eines Mikrogramms. Und wenn der jetzt einen Pflanzensamen wiegt, also der nimmt ein Reagenzgläschen aus Glas, tut Erde rein, tut Wasser rein, tut Dünger rein, tut einen Pflanzensamen rein, bisschen Luft ist drin, alles, was die Pflanze zum Wachsen braucht, und dann wird es oben zugeschmolzen, das Glas. Und legt es auf eine Waage. Dann wird die Waage zeigen, wie schwer das alles ist. Wir warten, bis der Pflanzensamen aufgeht, bis ein kleiner grüner Keimling aus dem Boden sprießt, dann nimmt das Gewicht zu, da die Pflanzenseele geht in die Pflanze. Die Seele wiegt was? 10 hoch minus 4 bis 10 hoch minus 5 Gramm. Wenn die Pflanze dann stirbt, ein paar Wochen später, dann geht das Gewicht, dann geht die Seele wieder raus und das Gewicht wieder auf den Anfang zurück. Keiner glaubt sowas, das Gewicht der Seele. Keiner will es wissen wissenschaftlich. Nur mit der Waage, das offiziell anerkannten Weltmarktführers in Wagenherstellung, ist es nachweisbar. Das ist ja ein sehr, sehr interessantes Experiment. Ich habe noch mal was Ähnliches gehört, dass man Menschen im Schlaf gewogen hat. Die lagen auch auf einer Waage und man hat festgestellt, wenn sie im Tiefschlaf sind, werden sie etwas leichter und sobald sie wieder aufwachen, werden sie wieder etwas schwerer. Was ja im Grunde genommen auch in diese Richtung dann gehen könnte. Dass man Ja, also im Schlaf eigentlich die Seele rausgeht irgendwo. Wir wissen ja nicht, was bei uns im Schlaf passiert. Und dass, sobald wir wieder aufwachen, der alte Zustand wieder da ist. Da habe ich mal was drüber gehört. das Out-of-Body-Experience, also wenn die Seele denn auf Reisen geht und dann beim Aufwachen wieder in den Körper zurückkommt. Das sind so Sachen, die sehr schwierig. Also jetzt muss ich fragen: Geht die Seele raus oder ist da ein Antigravitations, also so ein Gravitationsabschirmeffekt? Das weiß ich nicht wirklich. Also der Klaus Volkhammer hat auch diese Geschichte mit dem Rausgehen der Seele im Schlafen gemessen und in dem Moment, wo er aufwacht, kommt es zurück. Auch das hat er nachgewogen mit seinem eigenen Bett und sich selber. Aha. Und er merkt Gewichtsunterschiede bis 500 Gramm. Oh, das ist eine Menge. Also der Bursche hat eine pfundige Seele. Es ist immer 500 Gramm ist schon, wenn ich mir vorstelle, ich sag mal, so ein Fleischklotz von 500 Gramm, das ist schon was. Weiß nicht, das ist unglaublich. Und jetzt ist natürlich die Frage, wiegt die Seele 500 Gramm und geht sie raus und kommt sie wieder? Oder ist da nur ein Effekt, der Levitation? Du kennst ja diese schwebenden Mönche. Ja. Also wenn die levitieren, so ein Mönch, der ein Körpergewicht von 80 Kilo hat, wenn der levitiert, dann hebt er auch mit 80 Kilo ab. Das ist noch viel mehr als 500 Gramm. 500 Gramm ist ja bloß ein halbes Kilo.
Richtig. Also, jetzt ist die Diskussion, geht die Seele mit 500 Gramm raus oder levitiert einfach 500 Gramm? Das ist natürlich wirklich ein Gedankenansatz, ja. Ja, es gibt schon sehr, sehr interessante Gedankenansätze in dieser Richtung mit diesen Energien.